ich habe schon am Anfang einfach immer diesen Platz im Zentrum geliebt und einfach für jeder zu teilen. Das war einfach mein Wunsch als Kind, einfach eine Showman sein. Meine Schwester hat aufgehört mit 14 und sie war meine Partnerin und auf dem Eis Trainingspartnerin und sie hat aufgehört und ich habe gesagt, okay, ich höre auch auf und das war einfach... Es hat ja so eine spannende Geschichte gegeben im Auto. Sie sind anscheinend immer zusammen Auto gefahren. Du, deine Schwester Silvia und deine Mutter und Silvia ist immer vorne gesessen. Genau, also ich wollte vielleicht einfach nicht selber im Auto sein, weil ich wusste, dass vorher meine Schwester da war und sie hat einfach alle Tipps von meiner Mutter gehört und du musst so machen, vielleicht so probieren und so und so und so. Und ich habe gedacht, okay, ohne meine Schwester, dann muss ich alle Tipps nehmen, das ist einfach zu viel. Nein, 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 ich will das nicht. Aber danach habe ich trotzdem entschieden, weil es hat einfach angefangen, okay, ich muss unbedingt auf dem Eis sein. Das war einfach in meinem Blut. Ich brauche einen Rhythmus. Und viel Leidenschaft. Also in was ich mache, muss ich einfach 100% alles geben. Und ich kann nicht 50% machen. Wenn ich eine Entscheidung nehme, dann ist es einfach diese Entscheidung. Und wenn du sagst, du bist ein bisschen crazy, was heißt das? Das heißt, ich kann sehr schnell eine Entscheidung nehmen, ohne wirklich überlegen. Aber ich fühle es. Es ist einfach, ich vertraue meine Gefühle. Und vielleicht ist es manchmal ein bisschen crazy, aber es ist, ich glaube, auch eine Stärke. Hast du das auch mal gehabt, dass man so halb fast ein bisschen depressiv wird und ja, den Mut verliert? Du brauchst dann einfach Zeit für dich selber. Und nach 7 Monaten habe ich eine Pause gemacht. Ich war nicht auf dem Eis für 2 oder 3 Monate. Und während dieser Pause, es war einfach ausschalten und nichts denken, einfach nichts mehr, keine Physio, nichts machen, einfach fertig. Nach diesem Moment, dann kannst du wieder etwas aufbauen und dann kannst du nochmal neue Ziele zu erreichen. Aber ich glaube, wenn du einfach gegen eine Wand bist, du kannst nicht weiter, du musst einfach ausschalten und warten, bis weiter. Was hast du in dieser Zeit gemacht? Ich weiß nicht mehr. Es war eine Pause. Ich glaube, ich war nicht mehr da. Ich war einfach weg. Es war im Kopf komplett weg. Voilà, weg. Und ich kann auch nicht sagen, wie lange es gedauert hat, 2 oder 3 Monate. Es war einfach eine Pause, Break, Timeout. Und gefroren. Und dann alles ist wie ein Computer, wenn es wenn er runtergefahren ist. Bug. Und du musst einfach wieder mal einschalten. Apropos Zukunft, mal eine Familie zu haben oder so, kannst du dir das vorstellen? Ja, das wäre super. Also im Moment ist es gar nicht möglich mit so einem Leben, aber das wäre super. Persönlich wurde Ihnen präsentiert von unserem Einrichtungspartner Pfister. Freude am Wohnen. Und unterstützt von Trussardi My Land. Ein Hauch italienischer Eleganz.